Willkommen zu einem neuen Xcode-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr in Xcode ein Video abspielen könnt, welches wir hier haben. Ja, das Video heißt Sylt und hat die Endung Move. Und jetzt gehen wir einfach mal in Xcode und erstellen ein neues Projekt, und zwar eine View-Based Application unter iOS. Der Name ist uninteressant, ich nenne es hier einfach mal Video und dann können wir, oder Video abspielen, und dann können wir fortfahren. Speichern tun wir es hier einfach mal auf dem Schreibtisch und dann können wir beginnen. Zu Beginn importieren wir unser Video, welches wir Sylt genannt haben. Hier ist es auf dem Desktop und wir ziehen es hier einfach in unser Xcode-Projekt rein, machen hier den Haken bei Copy Items into Folders und schon ist es in unserem Projekt. Hier können wir es auch abspielen, also ist beim Importieren kein Fehler aufgetreten. Und nun gehen wir auf unser Hauptfenster, welches wir hier oben haben, und gehen dann unter Build Phases. Hier haben wir dann nochmal drei Unterkategorien und die dritte ist es, die wir brauchen, denn hier sind alle Frameworks, die wir haben, aufgelistet. Und wir fügen jetzt über diesen Plus-Button ein weiteres hinzu, und zwar das Media Player Framework. Hier oben haben wir es jetzt. Und als nächstes gehen wir mal in unsere .h-Datei. Mit diesem Framework können wir nämlich Videos abspielen und damit unser Programm das auch verwendet, müssen wir das erstmal importieren. Das geht in der .h-Datei über mediaplayer/mediaplayer.h. Nun kann unser Programm mit dem Media Player arbeiten und nun können wir auch Videos in unserem Xcode-Programm abspielen. Als nächstes fügen wir noch eine IB-Action hinzu, die wir abspielen nennen, wenn wir die klicken, beziehungsweise wenn wir auf den Button klicken, der mit dieser Action verbunden ist, dann soll das Video abgespielt werden. Und das machen wir jetzt auch, deshalb gehen wir nun ins XIB, also in den Interface Builder, und erstellen hier einen Button, den nennen wir jetzt einfach mal unser Urlaubsvideo abspielen, irgendwie ist völlig egal, und dann können wir hier noch, wenn ich es denn finde, dann können wir noch eine Navigation Bar oben hineinziehen. Dort können wir dann den Titel in Sylt ändern oder was immer wir wollen, worüber unser Video auch immer handelt, und dann können wir hier diesen Button etwas näher dran ziehen. So, nun können wir dem Programm sagen, was ist. Dafür gehen wir unter Files Owner und dann ganz rechts über Connections, und hier haben wir unsere Action, die wir abspielen genannt haben. Und die ziehen wir jetzt einfach auf unseren Button mit der Option Touch Up Inside. Nun können wir in der .m-Datei programmieren und dafür holen wir uns zuerst unsere IB-Action, die wir abspielen genannt haben, öffnen die geschweifte Klammer und dann schließt sie sich auch automatisch wieder. Und dann erstellen wir als erstes ein NS-Bundle, welches wir irgendwie nennen können. Ich nenne sie einfach mal Bundle. Und dieses Bundle ist, eckige Klammer auf, NS-Bundle, Main-Bundle, eckige Klammer zu, Semikolon. Ein NS-Bundle macht es möglich, dass wir Dateien, die wir eben importiert haben, wie jetzt bei uns das Video, auch in unserem Projekt verwenden können. Als nächstes erstellen wir einen NS-String und den nennen wir MoviePath, denn das soll der String sein, der den Path für unsere Videodatei liefert. Deshalb hier Bundle, welches wir gerade erstellt haben, oben. Path for Resource und dann of Type. Bei dem ersten Path for Resource müssen wir ein NS-String eingeben, hinter of Type übrigens auch. Und bei dem ersten müssen wir den Namen des Videos eingeben, also in unserem Fall hier Sylt. Hinter OffType, wie gesagt, ebenfalls ein NS-String und hier die Dateiendung, und unser Video heißt Sylt.move, also hier Move. Im nächsten Schritt erstellen wir ein NS-URL, den können wir irgendwie nennen, hier in dem Fall einfach Movie-URL. Und diese Movie-URL ist zweieckige Klammern auf NS-URL und dann File-URL with Path, und zwar genau den Path, den wir gerade erstellt haben, also Movie-Path, wie gerade erstellt, dann die erste eckige Klammer zu, Retain. Retain heißt, dass wir dafür Speicher reservieren, dass unser Programm das sich schon mal vormerkt, dass wir diesen NS-URL brauchen.
So, nun machen wir es möglich, dass das Video auch abgespielt werden kann und deshalb mussten wir auch das Framework mit dem Media Player importieren, sonst würde das jetzt alles nicht funktionieren. Und zwar heißt der Befehl MP Movie Player Controller, dann können wir es irgendwie nennen, ich nenne es einfach mal The Movie, also das Video, welches wir abspielen wollen. Dann MP Movie Player Controller Alloc, also der wird hier hinzugefügt und dann init with content URL und dann die Movie URL, die wir jetzt eben gerade oben erstellt haben. Das heißt, dass wir ein Video abspielen, welches wir das Video nennen und das hat als URL, also als Verbindung, die Movie URL, welches das Movie Path hat und das Movie Path hat halt unsere Resource mit Sylt als Resource und mit dem Type Move als Endung. Im nächsten Schritt skalieren wir unser Video und das geht über den Befehl The Movie Scaling Mode. The Movie, das haben wir ja gerade oben so genannt. Hätten wir da einen anderen Namen genommen, hätten wir den anderen Namen hier verwenden müssen. Ist gleich MP Movie Scaling Mode Aspect Fill. Und das Semikolon dürfen wir auch nicht vergessen. In der nächsten Zeile lassen wir das Video dann abspielen. Das geht ganz leicht über den Befehl The Movie Play und das in den eckigen Klammern. So, nun sind wir schon fast fertig. Wir müssen nur noch zwei Zeilen Code schreiben. Und zwar als erstes MP Movie Player View Controller und den können wir dann in dem Fall Movie Player nennen. Ich nenne ihn einfach mal Movie Player, denn das ist der eigentliche Player, also der View Controller vom MP Movie Player. Der wird einem MP Movie Player View Controller zugewiesen, also zweieckige Klammern auf, MP Movie Player View Controller Alloc und dann noch init with content URL, genauso wie da oben eben hatten wir Movie URL und nun brauchen wir erneut als URL die Movie URL, die wir in der dritten Zeile erstellt haben. Damit sagen wir dem Movie Player, dass er mit der vorhandenen Movie URL beliefert werden soll. Als letzten Schritt müssen wir nun dem Present Movie Player View Controller noch den Movie Player zuweisen. Das geht über eckige Klammer auf Self Present Model, nee, Present Movie Player View Controller Animated und dann hier einfach den Movie Player, den wir eine Zeile drüber erstellt haben. Eckige Klammer zu und dann das Semikolon. Genau, Movie Player, nicht nur Movie und dann Semikolon. Damit sagen wir dem Programm einfach noch, dass mit dem Movie Player, also mit dem MP Movie Player View Controller, das Video abgespielt werden soll. Damit sind wir auch schon fertig. Nun können wir unser ganzes Programm einmal starten und wenn Build Succeeded steht, haben wir auch keinen Fehler gemacht und wir sehen hier unsere App, wie es momentan aussieht. Und wenn wir auf den Button klicken, erscheint hier unser Video. Das können wir hier einfach einmal pausieren. Das geht alles, da wir ja den Movie Player als Framework hinzugefügt haben. Und das Ganze können wir auch über Landscape machen. Und ihr seht, dann wird das gesamte Video auf Landscape abgespielt. Und wenn das Video einmal durchgelaufen ist, kommen wir wieder zu unserem Startbildschirm. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert diesen YouTube-Kanal und haut rein, Leute. Bis dann!